Schaut mal, Leute, ich bin dies Jahr total überwältigt von meinen Salatpflanzen. Die stehen jetzt hier in einem Einfolientunnel bei, naja, bei 27 Grad. Und deswegen machen die sich auch so prächtig. Also verschiedene Sorten von Salat, Pflücksalat, verschiedene Kopfsalate. Dann, das ist hier ein Eisbergsalat, der hat so interessante Zacken. Hatte ich letztes Jahr auch schon gehabt. Da habe ich mir Jungpflanzen gekauft und die dann eingesetzt. Und seitdem stehen die hier im Gewächshaus. Also krasses Ding. Ich habe auch schon ein paar Mal geerntet, ein paar Blättchen abgeerntet für die Hühnchen. Hier auf der anderen Seite geht es dann gleich weiter. Richtig krass, richtig alles voll. Also kann ich ernten, alles, fast alles. Hier an das Regal geht es weiter. Also, ich hoffe, ich langweile euch nicht mit diesen Salatpflanzen, aber ich bin echt völlig begeistert. Und das ist auch was Cooles. Da habe ich leider den Namen vergessen, aber das kann ich euch dann in die Kommentare unter das Video schreiben. Sieht aus wie Schnittlauch, ist aber kein Schnittlauch, sondern heißt. Und das Witzige ist, es kommt also jedes Jahr wieder, steht jetzt schon seit ein paar Jahren in dem gleichen Topf hier, es macht ihm aber nichts. Und es schmeckt ganz intensiv nach Koriander, diese Blätter hier, also richtig krasses Koriandergeschmack. Ich gucke dann nachher mal nach, was das hier für eine Pflanze ist. Ganz, ganz toll. Der Vollständigkeit halber schauen wir auch nochmal in den zweiten Tunnel. Der auch, wie ihr seht, übervoll mit Salatpflanzen ist. Und auch hier drinnen eine Wärme. Krass, ich muss da bestimmt mal gießen hier. Teilweise schlappen die schon. Also, aber trotzdem, Leute, gell? Salat über Salat. Ja, ich werde gleich mal gießen, ist doch etwas trocken. Gut, dass ich mal hier nach dem Rechten geschaut habe. Auch so tolle verschiedene Farben. Also ich bin wirklich fasziniert dieses Jahr. Hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, ja? Aber cool. Auch die Salatpflanzen auf dem Balkon sehen dieses Jahr richtig, richtig toll aus. Ich habe es schon mal gesagt, da wo andere Blumen haben in ihren Blumenkästen, stehen bei uns Salate drin. Was Gesundes. Können hier mal kurz rangucken. Wir hatten heute Nacht Frost, -2, -3 Grad hier. Aber den Pflanzen hat das nichts ausgemacht. Es sind keine Frostschäden zu erkennen. Hier bei dem Kopfsalat, ich mag auch besonders diesen dunklen, diesen dunkelroten, diesen Salanova-Salat. Sehen alle richtig gut aus dieses Jahr. Hier auch auf der Seite habe ich auch noch zwei Kästen hängen. Also ich bin wirklich begeistert. Und hier unten habe ich so eine kleine Nachzucht gemacht. Das sind also alles gekaufte Salatpflanzen, kleine. Und hier wächst quasi jetzt die zweite Generation ran. Also ihr seht, eine ganze Menge, was hier bei uns wächst, ist nicht nur für uns, sondern natürlich auch für die Hühnchen gedacht. Na. Auch hier vorm Haus am Eingang, also Nordseite, hier ist es eigentlich immer schattig. Auch da haben wir zwei Kästen, die mit Pflücksalat bepflanzt sind. Und ja, auch den kann man schon richtig ernten. Auch der wächst hier auch im Schatten fleißig voran. Und ein paar Salate stehen hier auch neben den Kohlrabi und der Petersilie im Hochbeet. Hier sind so 3, 4 Stück. Und was hier ist, das ist ein Mäuseloch. Also hier ist immer mal ein Loch drin. Wahrscheinlich wohnt hier in diesem Hochbeet eine Maus. Von unten ist es zu. Also kann eigentlich nichts reingekommen. Von unten zumindest nichts reingekommen sein. Muss sich irgendwie von oben einen Weg gesucht haben. Naja, ich bin gespannt, wie das mit den Kohlrabi wird dieses Jahr. Naja. Ja, und hier können wir auch noch gleich mal gucken. Hier ist so ein kleines Gestell und da habe ich auch Salat drin. Jede Menge Salate. So, wie ihr seht, und natürlich hier unten, war ja klar,
haben meine lieben Freunde, die Schnecken, diese schönen vier Salatköpfe, also Jungpflanzen, abgefressen. Naja, wie könnte es auch anders sein? Das hätte ich ja jetzt ganz vergessen, um ein Haar. Hier und auf diesem Unterstand, auf dem Dach dieses Unterstandes, stehen auch nochmal Salatpflanzen. Zwar gar nicht wenig, also ich sollte dieses Jahr wirklich mit Salatpflanzen ausreichend abgedeckt sein. Und hier unten stehen auch noch mal drei Töpfe. So, das war's aber dann jetzt hier mit den Salatpflanzen aus dem Gärtchen. So, und hier kommen wir jetzt zur dritten Generation. Das ist jetzt eigenes Saatgut, also Saatgut ausgesät. Die Pflanzen sind noch recht klein. Deswegen sage ich ja die dritte Generation von Salatpflanzen. Aber ich habe sie schon pikiert. Und das sieht eigentlich gut aus. Hier auf der anderen Seite stehen auch noch mal jede Menge. Die werden dann vertilgt, wenn die anderen abgeerntet sind. Das sollte dann auch reichen für dieses Jahr. Ja, Herr Blum, ist okay. Für uns und auch für die Hühnchen. Teilweise sind die doch schon recht gut gewachsen. Guckt mal hier. Also, sieht gut aus.